Hallihallöche, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge City Skylines. So, wir hatten ja in der letzten Folge eine kleine Bedrohung des drohenden Bankrotts. Und ihr seht's hier, wir sind wieder mit den wöchentlichen Einnahmen im Plus. So, ich war mal so frei und habe mich des Problems angenommen und habe einfach mal ein bisschen was geändert. Und zwar erstmal Folgendes. Ihr hört's, die Musik ist wieder die Originalspielmusik. Denn jetzt kommt auf einmal schöne Musik, so wie ich das eigentlich auch angedacht hatte. Und man hört's hier, die Stadtgeräusche. Und hier außen hört man nichts. Also außer die Musik, die kann ich hier mal... So. Ihr hört's, kein Rauschen. Hier ist die Stadt. Und da ist kein Rauschen. So. Hat folgenden Hintergrund. Ach so, kann ich das jetzt? Ja. Gespeichert hat's eigentlich schon. Egal, ich mach's einfach nochmal. So. Spiel verlassen zum Hauptmenü. Und zwar. Na, lad schon. Im Steam Workshop gibt's verschiedene Mods, das ist ja bekannt. Und eine dieser Mods ist zum Beispiel Ambient Sounds Tuner. Tune your Ambient Sounds Volumes individually. So, die habe ich mir aus dem Workshop geholt. Und dann gibt es nämlich hier bei Optionen Mods-Einstellungen Ambient Sound Tuner. Und hier gibt es die ganzen einzelnen Dinge einzustellen. Plaza, Sea, Stream. Und World ist dieses Rauschen zum Beispiel. Sieht man hier, habe ich jetzt einfach mal runtergezogen den Sound. Hier gibt es auch Nacht, Animals, Tiere, Elektrisches und Wasser, Geräusche, Public Transport und so weiter und so weiter. Also eine ganze Menge Sounds, die man hier einzeln dann aus- oder beziehungsweise leiser stellen kann. So, das war's dazu. Ach, jetzt muss er natürlich nochmal laden. Wasserpumpen und Dämme, Dämme erhöhen und senken Wasserstände. Stellen Sie sicher, dass Ihre Wasserpumpen noch immer das Wasser erreichen, wenn der Damm fertiggestellt ist. Ja. Einen Damm haben wir vorerst nicht vorzubauen. So, stopp. Und deswegen haben wir jetzt hier keinen komischen Weltsound, diesen Rauschen, diesen Rauschsound mehr. So, also, wunderbar. Ja, was habe ich noch gemacht? Die Zeit ist angehalten, gut. Wir hatten ja ein massives Geldproblem. Dem habe ich entgegengewirkt. Und zwar, indem ich hier das Budget erstmal wieder... Das kann ich eigentlich hier auch die ärztliche Versorgung wieder hochziehen. Dass uns die Leute weiterhin hier wohlgesonnen sind. Jetzt ist mir aber der Ton gerade etwas zu laut. Musiklautstärke, so. Gehen wir mal auf 60 zurück. Ja, ist immer noch recht laut. Naja. Nein, ist mir immer noch zu laut. 30. Ja, so ist besser. So, dann setzen wir hier die Budgets wieder alle auf 100%. Und zwar Steuern. Ich habe vergessen, die Steuern anzuheben. Ich habe jetzt hier mal die Steuern für die Industrie auf 13% und für die kleinen Handelsunternehmen auf 11% und für die Privathaushalte auf 11% hochgesetzt. Und dadurch haben wir hier endlich wieder ordentliche Einnahmen generiert. Beziehungsweise generieren wir endlich wieder ordentliche Einnahmen. Und dann versuche ich auch so schnell wie möglich meine Darlehen zurückzuzahlen. So, was habe ich noch gemacht? Sonst fällt mir hier eigentlich gerade gar nichts ein, was ich noch gemacht habe. Achso, ja, hier habe ich noch benannt. Schöne neue Welt. Unser kleines Viertel hier. Das kleine Neubauviertel. Oh, hier sind schon ganz schön. Was sind denn das? Was ist das für ein Gebiet? Ach, Geschäftsviertelgebiet. Okay.
Ja, was habe ich sonst noch geändert? Sonst eigentlich nichts. Die Steuern angehoben und die Löhne wieder gerecht verteilt. Ja, und auf jeden Fall kriegen wir jetzt hier endlich mal wieder ordentlich Kohle rein. Können wir auch hier ein bisschen schneller laufen lassen, dass wir mal aus der Miesen rauskommen. Denn es gibt noch ein bisschen was zu tun. So, ich sehe zum Beispiel, hier haben wir ein kleines Verkehrsproblem. Die stehen dann alle hier. Oh, da ist was zum Abreißen. Und tschüss. Haben wir sonst noch irgendwo ein leerstehendes Gebäude? Nein. Ach, genau, eins fällt mir noch ein. Mache ich hier mal nochmal ganz kurz Pause. Diese saublöden Tweets. Also erstmal machen wir das weg. Und dann haben wir hier in Ingame-Hinweis-Pop-Ups. Chirper Nachrichten automatisch öffnen. Weg damit. So. War hier nicht noch irgendwo ein Haus, das zum Abriss freigegeben ist? Nein, ich kann jetzt hier gerade nicht viel erkennen. Es ist auch sehr hell irgendwie. Oh, hier unser japanischer Garten. Oh, schön. Schöner japanischer Garten. Wunderbar. Insgesamt eine... Ah, der Friedhof. Eine recht schöne Stadt haben wir da mittlerweile kreiert. Muss ich so sagen. So, was haben wir hier für ein Problem? Ein Müllbeseitigungsproblem. Wo ist denn unsere Deponie? Wir haben jetzt natürlich so viele große Gebiete. So, das machen wir mal weg. Zu 89% voll. Ja, wir brauchen auch eine Deponie. Ah, okay. Und die Kohle kommt auch schon wieder rein. Sehr schön. Also das Müllproblem müssen wir, dem müssen wir uns natürlich annehmen. Aber bisher scheint alles ganz gut zu laufen. So, jetzt kommt ja auch mal ordentlich Zaster in die Kasse. In die Stadtkasse. Bürgermeister Los Ossos braucht Geld für Oberhodenschweiß. Damit Oberhodenschweiß zu einer wirklich fantastischen Metropole werden kann. So, was ist eigentlich das hier mit diesen Dingern hier? Die kann man doch eigentlich... Wie sieht es hier aus mit Strom? Das versorgt sich doch alles über das da. Da brauche ich doch hier nicht... Das ist doch überflüssig hier. Ja, vollkommen überflüssig. Und das hier auch. Nicht nur Platz weg. So, ein Wirtschaftsweg. Hier haben wir eine Stromleitung, das brauchen wir auch nicht. Die kommt von hier. Und die kommt von hier, die geht bis daran. Also hässlicher geht's nun wirklich nicht mehr. Das wird mal eben kurz geändert. Dass wir das Ganze hier auch ein bisschen schöner machen können. So, und dann setzen wir einen hier hin. Und ziehen den dahin. So, und der hier geht darüber. Und geht dann hier in Ort rein. Dann können wir das hier auch abreißen. So, denn wir haben ja die blauen Flächen weitestgehend verbunden. Das sind noch alte Überreste von vergangenen Tagen. So, das geht hier entlang und geht hier rein. Dann haben wir dieses Gebiet auch versorgt. Dann können wir das hier wegmachen. So, bis hier ran.
Dann geht einmal hier in diesen Stadtteil, einmal hier in diesen Stadtteil und einmal hier in diesen Stadtteil. Ja, so ist es so ein viel schöner. So ist das schon so viel schöner. So, lassen wir mal wieder laufen. Gut, dann würde ich gern diese Straße hier mal ein bisschen entwirren. Da ist mir schon ganz schön viel Verkehr hier von der Autobahn runter. Dazu halte ich nochmal an. So, oh, da spült's Geld in die Kassen. So muss das sein. Mit so einfachen Mitteln wie einer kleinen Steuererhöhung hier mal richtig was gerockt. So, was nehmen wir denn da? Eine schöne zweispurige Straße mit Bäumen. Zweispurig ist fast schon zu wenig. Mittlere Straße. Vierspurige Straße mit dekorativen Bäumen. So, die können wir eigentlich von hier an... Das Objekt ist bereits belegt. Entfernung zu gering, Gefälle zu steil. Kann ich die nicht irgendwie... Muss ich die abreißen? Geschwindigkeit 50. Große Straßen. Geschwindigkeit 60. Das sind Autobahngeschwindigkeit 100. Große Straße. Sechsspurige Straße. Mit dekorativen Bäumen. Aber hier eine sechsspurige Straße reinzuführen, das wäre ein bisschen übertrieben. Nein, ich glaube, die reicht. Kann ich die nicht austauschen? Nein, offensichtlich nicht. Gut, dann müssen wir sie abreißen. Von hier an. Hä? Ah, okay. So, dann hat sich das Problem mit dem Verkehr auch gleich erledigt. Ach, da freut es die Anwohner. Okay, hier werde ich nicht reinkommen. Mit der großen wahrscheinlich. Dann werden die hier abgerissen. Naja gut, kann ich auch nicht ändern. Ach nee, das geht hier. Hier vorne geht es dann wieder auf eine einspurige zurück. Okay. Gut, wie sieht denn das dann da aus? Ja, so entwirrt das Ganze ein bisschen. So, und dann können wir hier auch noch ein paar Abfahrten machen, dass nicht alle hier... Ach, mal den hier mal weg. Oh, da kann ich hier mal wieder ein bisschen langsamer machen. So, wir haben hier immer noch Stau. Das heißt, wir brauchen noch eine weitere Straße. Aber keine so eine große. Dann nehmen wir so eine hier. Schön eine gebogene. Und gehen von hier... mal hier in den Ort rein. Okay, das geht so nicht. Kann ich da nur mit einer großen? Ah doch, das geht. Okay, dann sind hier drei Gebäude weg. Aber naja, so können die hier runter wollen, hier runterfahren. Und hier schon in den Ort reinfahren, ja. Sind wahrscheinlich recht wenige, aber naja, gut. So, dann machen wir das Ganze hier auch nochmal. Aber da nehme ich dann eine gerade Straße. Von hier runter in den Ort hier. Und dann noch von hier okay, Ort ist bereits belegt. Da kommen wir nicht dran. Naja gut, das reicht glaube ich auch. Dann können wir hier noch ein bisschen... Was brauchen wir denn im Moment? Ist alles ausgewogen, wenig da. Dann würde ich sagen, hier noch ein bisschen Wohngebiet. So. Haben wir hier alles... Ja, da wird schon kräftig gebaut, wunderbar.
So, hier kommt auch noch was hin. Gut, wir müssen erweitern. Hier ist viel Stau, das gefällt mir gar nicht. Aber wir könnten hier noch eine zweite Straße hinbauen, genau. Nehmen wir auch hier so eine schöne mit Bäumen. Und hier eine gebogene von hier nach da. So. Jetzt können die Leute hier rüberfahren. Und hier können wir eigentlich noch ein bisschen Geschäftsviertel hinbauen. So. Ja, da entsteht es auch schon. Wunderbar. So kriegen wir das Ganze hier ein bisschen entwirrt. Ja, sehr schön. So, dann würde ich hier den Industriezweig noch ein bisschen ausbauen. Nehme ich auch die mit den Bäumen, sieht einfach schöner aus. Die geht dann von hier aus ab. Bis hier raus dürfen wir nicht. Achso, das ist die gebogene. Nein, wir wollen die gerade. So, dann bis hier. Oder bis hier. Und dann hier rein. So. Jetzt ist da gerade wieder ein bisschen Bauplatz frei geworden, aber naja, so ist es halt. So, dann machen wir hier noch eine Straße. Und hier noch eine. Und hier noch eine. Ach, das war jetzt nix. Und die hier noch verbinden. So, das gibt dann Industrieviertel. So, hier, da, da und da. Und dann brauchen wir wahrscheinlich auch... Ne, Strom haben wir. Aber Wasser. Ja, Wasser brauchen wir hier. Setzen wir mal direkt bis hier hin. Und dann gehen wir hier noch einmal runter. Und hier noch einmal rüber. So, jetzt sind die auch am Wasser. Und dann hier so schön der Straße entlang. Und hier auch. Nein. So, und hier. Und dann hier noch rüber, was soll's. So. So, wunderbar, unser Geld mehrt sich, wie man sieht. Wir kriegen Einwohner dazu. Oh, wir sind bald bei 7000. So, Wasser ist verfügbar. Auch hier. Schön, hier haben wir ein kaputtes Gebäude. Was sonst noch irgendwo? Ein Gebäude, das abgerissen werden muss. Sehe jetzt im Moment nichts. So, die Müll. Müllbeseitigung hat ein Problem. Das heißt, wir brauchen noch eine zweite Deponie. Dazu haben wir ja hier Platz gelassen. Plumps, da ist die zweite. Jetzt darf ausgelagert werden. So. Die sind jetzt wieder unterwegs. Was war hier? Da war gerade was. Da hat jemand gemeckert. So, was haben wir hier? Da ist noch ein leerstehendes Gebäude. Zwei Stück. Reißen wir direkt ab. Und was ist das? Wo ist das hier? Im Normalbetrieb. Beste Teile. Verfügbare Arbeitsstellen 7. Das heißt, wir haben zu wenig Leute hier wohnen. Ah, und jetzt wird es auch hier wieder mit Dingvierteln knapp. Oh, das heißt dann also noch weitere Straßen bauen.
Schön, die mit Bäumen. Die können wir hier mit rein. Und dann zack, zack, zack und zack. Wasser müssten sie haben. Genau, Wasser haben sie. So. Hier entsteht. Kann ich eigentlich diese anderen Straßen? Zweispurige Straße mit Bäumen. Kann ich die hier? Nö, kann ich nicht. Warum nicht? Irgendwie upgraden. Nö. Und die hier? Nö, auch nicht. Irgendwie verbessern. Was ist das? Gelände glätten. Nö, das brauchen wir nicht. Oh, was war da? Pflasterweg. Kiesweg. Große Kleinstadt erreichen seine Bevölkerung von 7000. Juhu, herzlichen Glückwunsch. So, Steuerrichtlinien. Einzigartige Gebäude, U-Bahn, Bildungsschub. Ach, die Richtlinien. Steuererhöhung für gering besiedelte Wohngebiete, für gering besiedelte Steuerentlastung und so weiter. Dann dicht besiedeltes Wohngebiet und dicht besiedeltes Gewerbegebiet und Bürogebiet. Und eine Uni und eine Müllverbrennungsanlage und Anglerinsel. Ach, verrückt. Und eine U-Bahn-Station. So, jetzt kann richtig losgebaut werden. Und die Kohle schwimmt uns quasi nur so rein. Eine Universität. So. Die sind alle ziemlich ungebildet hier. Dann würde ich sagen, die Universität, die kommt hier in die Mitte rein. So, da muss zwar hier ein bisschen was weichen, aber so ist es nun mal hier. Da ist die ganze Stadt glücklich. So, die hat auch ordentlich Geld gekostet jetzt. Wie sieht's aus mit der Müllverbrennungsanlage? 30.000 können wir uns im Moment nicht leisten. Oh, da ziehen uns wieder Leute weg. Warum? Wir haben doch alles, wir haben Bildung. Gut, wir haben ein Müllproblem. Das stinkt zum Himmel. Warum ist hier... Achso. Ah, aber es wird weniger. Es ziehen... Nein, jetzt wird es wieder mehr. Okay, wir haben tatsächlich hier ein Müllproblem. Eins wollte ich noch probieren, und zwar... Diese... Spezifikationen. Was haben wir denn hier für Rohstoffe? Erz und Wald und fruchtbares Land. Wald haben wir natürlich ordentlich. Erz ist dieses Graue. Wo ist denn Erz? Ich sehe hier kein Erz. Verfügbar. 1828 Einheiten. Das ist Erz wahrscheinlich hier. Würde es denn was bringen, wenn ich... Ist das Erz? Erzindustrie. Wenn ich das hier auf die Erzindustrie setze. Naja, wir werden es sehen. Gut. Jetzt haben die hier einen weiteren Wirtschaftszweig. Was ist da los? Verfügbare Arbeitsstellen. Ah, jetzt kriegen wir auch langsam hier gebildete Arbeiter rein. Aber wir haben immer noch ein Müllproblem. Wir haben ein ganz gewaltiges Müllproblem. Und wieder verfallene Häuser. Ist das noch irgendwo eins? Diese blöde Mülldeponie ist voll. Das ist sehr schlecht. Okay, aber die Kohle kommt so langsam rein. Das passt dann. Ja, das Dingens ist, ja, ist jetzt schlecht.
Aber wir haben zumindest schon mal die Uni. Haben hier das Verkehrschaos. Oh, wir haben das Verkehrschaos sehr gut in den Griff bekommen. Wunderbar. Aber wir haben nicht mal mehr 7000 Leute. Also es ziehen uns immer noch Leute weg. Vielleicht können wir jetzt die Steuern wieder ein bisschen senken. Dann gehen wir hier mal auf 10% zurück. Ah, dicht besiedeltes Wohngebiet müssen wir auch noch bauen. Dann kommen wahrscheinlich auch wieder mehr. Da gehen wir auch auf 10%. Das hier ist dicht besiedeltes Gewerbegebiet. Da gehen wir mal auf 12% und hier auch 12%. Und das hier ist Bürogebiet. Da gehen wir mal auf 15% Steuern. So, da gehen jetzt schon wieder die ersten, aber das liegt daran, dass wir keine Gebiete haben. Das heißt, wir brauchen noch weitere Straßen. So, hier können wir mal ein dicht besiedeltes Wohngebiet, oder machen wir das eher hier außen irgendwo? Das machen wir eher hier unten. So, hier eine schöne Straße. Hier rüber gehen wir mal bis hier. Und dann gehen wir mal hier hoch. Der Fels kommt dann weg. So, und von hier, von hier dann. Hier rüber. Und zack. Und hier wieder zurück. Und hier auch rüber. Bis hier. Zack. Und hier zumachen. So. Und dann einmal hier. Und einmal hier. Und einmal hier. Hey, da habe ich ein Feld zu viel hier drüben. Ein zu kleines Feld. Na egal, was soll's. Huch. Schief. Egal. Hier können wir nicht. Dann machen wir halt hier. So. Schief und krumm, egal, das passt schon. So, und dann wird das dicht besiedeltes Wohngebiet. Dann können wir da Hochhäuser reinpacken. Und dann werden uns auch wieder mehr Leute hierher ziehen. Dann brauchen die natürlich selbstverständlich auch Wasser. Daran darf es nicht fehlen. Hier nochmal eine Leitung rüber. So, und Strom ist sowieso da. Wunderbar. Gut, und da ziehen auch schon die ersten. Ja, ich weiß, dass wir jetzt Bürogebiet haben. Das machen wir auch noch. Können wir hier machen. Welche Straße habe ich jetzt genommen? Die richtige, gut. Die mit den schönen Bäumen. So, dann machen wir nämlich hier angrenzend noch ein Bürogebiet hin. Dann können die da alle schön arbeiten in den Büros. So, Bürogebiet. So, und hier auch. So, wunderbar. Hier den Stein auch, der kommt dann weg. Hier kommen schon die ersten Anwohner her. Gut, das ist natürlich mit der Zufahrt. Obwohl, wir haben hier oben eine Zufahrt und hier. Ne, dann machen wir hier auch noch.
auch nochmal eine Straße rein. So, da ist hier wieder Platz geworden. Und zwar Platz für dicht besiedeltes Wohngebiet. So, das sieht doch schon gut aus. Dann kriegen wir hier so ein bisschen unsere Wolkenkratzer-Siedlung rein. Das ist dann... So, machen wir mal so. Das hier ist... bam. Na, geh wieder weg. Nicht der Hainpark, sondern... mein... Block. Hoch, großes L. Wollen wir nicht. So, mein Block. Da kriegen wir jetzt die etwas größeren Häuser rein. Aber ich meine, gut, die ganzen Studenten müssen auch irgendwo wohnen. Und, ja. Da kriegen wir dann hoffentlich auch bald die Bürogebäude rein. Hier hinten und dann mit den Bürogebäuden auch weitere Jobs. Aber da tut sich hier noch gar nichts. Oh, wir haben ein Stromproblem. Was ist hier los? Nicht genug Strom für die Zinkproduktion. Haben wir ein insgeheimes Stromproblem? Nö. Eigentlich nicht. Warum dann? Ach, ich habe da eine Leitung gekappt. Was ist denn hier los? Mit der Industrie? Was ist, hä? Warum sind hier keine Industriegebäude? Ach, weil keine Industrie vonnöten ist. Weil ich hier nochmal so expandiert habe. Klar. Gut, dann ihr braucht noch Strom. Na, Quatsch. Den könnt ihr natürlich haben. So. Strom für euch ganz allein. So, dann haben wir noch das Müllproblem, wie gesagt. Hier haben wir ein altes Gebäude, das weg kann. Hier auch. Huch. Entschuldigung. Da ist noch ein anderes mit abgerissen worden. Ja gut, ein bisschen so Schäden, die können schon vorkommen. Warum kriegen wir hier keine Bürogebäude rein? Das verstehe ich nicht ganz. Die Universität, die haben wir ja auch schon. Hier ist sie. Die Uni. Unsere Universität, wunderbar. Die bringt uns jetzt eine Menge schlaue Köpfe hervor. Studenten... 1390 von 4500. Da geht noch was. So, wir haben aber so viele Bezirke, das heißt, wir brauchen auch noch mehr Hochschulen und noch mehr Grundschulen. Aber, meine Freunde, das machen wir in der nächsten Folge, wenn es dann wieder heißt, Time to Play hier bei City Skylines. Und mit dem Blick auf diese basketballspielenden Jungs hier mache ich eine kleine Folgenpause. Und ja, wir sehen uns da wieder. Bis dahin, macht's mir gut. Ciao.